Heute fliege ich mit Hilfe einer Secret Potion sehr weit in How Far Can You Fly. Auf diesem weiterzugehen und mehr Münzen zu halten. Ja, überspringen brauche ich nicht. Was muss ich hier machen? Ich muss hier Münzen sammeln. Gehe hier hin, collecte die ganzen Münzen hier. Und mit den Münzen kann ich mir dann sicherlich neue Sachen im Shop kaufen. Irgendwie neue Kanonen oder so. Also hier geht es darum, wie weit ich fliegen kann. Das heißt, ich gehe jetzt hier mal auf die Rampe. Dann werde ich hier beschleunigen. Let's go. Und hier drüber springen und ein paar Klötze erreichen. Okay, 200 Klötze. Ich kann tatsächlich noch nicht so weit fliegen. Ich bin jetzt bei 200 Klötzen. Bringen mir die Klötze auch was? Ich habe tatsächlich jetzt gerade keine Ahnung, was mir diese Klötze bringen. Vielleicht hätte ich das Tutorial doch durchlesen sollen. Aber die werden mir Münzen oder so bringen, sicherlich. Da, was haben wir denn hier? Geschwindigkeitsmultiplikator-Shop. Wenn du einen SM-Speed-Multiplikator hast, multiplizierst du die Geschwindigkeit, die du erhältst, wenn du die weiße Linie überquerst. Ja, brauche ich. Ich brauche mehr Geschwindigkeit. So, gönnen, kaufen. So, jetzt sind wir schon mal schnell unterwegs. Und jetzt soll ich auch weiter als 200 Klötze kommen. Okay, das ist strong. 1000? 1100 Klötze direkt mal. Das gibt mir 40 Coins? Nur? Ja, das ist ein bisschen mehr erwartet. Was haben wir hier noch? Rebirth Shop. Da brauche ich erstmal 10 SM, also diese Multiplier, die ich mir kaufen kann. Und ja, das war's. Ich habe hier noch Midnight Trail. Die mir wahrscheinlich gar nichts bringt. Für 7 Robux. Okay, das kann ich mir kaufen. 7 Robux. Ist okay, komm. Komm, gönn. Wo ist meine Trail? Oh, ich habe hier eine Premium Trail. Kann ich die hier irgendwie equippen? Shop. Ich habe mir gerade für 7 Robux. Tritt nach einem Kauf wieder bei. Okay. Back again. Let's go. Habe ich jetzt meine Midnight Trail? Ja. Warte, das soll eine Midnight Trail sein. Dafür habe ich 7 Robux gezahlt. Okay. Was habe ich erwartet, als ich gelesen habe, Midnight Trail? Dass es jetzt irgendwas Cooles sein wird für 7 Robux. Aber okay, wie viel brauche ich für meinen nächsten SM hier? 200 Coins direkt schon mal. Okay, lass uns nochmal über die Linie gehen. Wir müssen weiter speeden. Okay, sind die schon schnell? Bro, habt ihr den gerade gesehen, wie der einfach weggespeedet? Vorher bin ich weitergekommen. Weggespeedet ist 300 Klötze. Davor war ich weiter. Warum bin ich jetzt langsamer unterwegs? Das ist ja gar nicht cool. Komm, let's go. Jetzt aber weiter. Bruh. Muss ich springen dabei vielleicht? Das könnte Sinn machen, dass ich vergessen habe zu springen. Ja, du musst springen. Ich probiere es jetzt nochmal. Komm, und spring. Das bringt nichts. Das bringt überhaupt nichts. Du musst believen. Oh, stimmt. Ja, ich muss einfach believen. Oder ich sammle jetzt einfach hier die Coins ein, bis ich so einen ziemlich sehr, sehr starken Sprung habe. Oder es wurde resettet, weil ich rejoined bin, was sehr weird wäre. Aber okay. Wir holen uns jetzt mal den nächsten Geschwindigkeitsmultiplikator. Let's go. Und jetzt sind wir viel schneller. Okay, okay. Davor waren wir bei 1000. Jetzt kommen wir zu 2600. Ja, jetzt funktioniert das so, wie ich das will. Und das gibt mir jetzt auch ein paar Coins. 150 Münzen. Und ich hatte gerade nur... Okay, und jetzt bin ich wieder bei 300. Okay. Warum funktioniert das nur ein... Ah, jetzt funktioniert es wieder. Das funktioniert manchmal und manchmal funktioniert es nicht. Aber jetzt haben wir es zu 2700 geschafft. Hey, das Spiel ist an sich, dass ich hier nach vorne laufe, springe, Coins bekomme, zurückgehe, wieder springe, bis ich mir das nächste Upgrade kaufen kann, damit ich weiterspringen kann, damit ich irgendwann rebuffen kann, damit ich dann weiterspringen kann, damit ich dann rebuffen kann. Und hier haben wir den VIP-Bereich mit besseren Coins, glaube ich. Nur 150 Robux. Ich glaube, gerade brauche ich den noch nicht. Double Coins gäbe sie noch. Die kosten mich dann 25 Robux. Vielleicht muss ich wieder rejoinen, oder? Sag mir nicht, dass ich für Double Coins nochmal rejoinen muss. Ich habe das jetzt mal gekauft und... Gut, dann werde ich wohl rejoinen. 20 Minuten später. Okay, komm. Jetzt soll ich aber 4 Coins bekommen. Nope. Ich bekomme nicht mal 4 Coins. Okay. Ich habe mir gerade ein Upgrade gekauft für 25 Robux, was mir gar nichts gegeben hat. Sehr gut. Ich drehe mich rückwärts. Und ich habe nichts bekommen. Gut. So, komm, spring. Spring, 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 spring. Das ist der weiteste Sprung jemals. Okay, oder vielleicht auch doch nicht. 2600. Oh, ich habe jetzt schon gute Münzen, sehe ich gerade. Okay, ich glaube, beim Springen bekomme ich aber ein bisschen mehr. 700. Und jetzt soll ich knapp 300 dazu bekommen, wenn ich doppelte Münzen habe. Oh. Ja, okay, okay. Doppelte Münzen funktioniert doch. Aber nicht bei den Münzen hier am Boden, die man hier aufsammeln kann. Da funktioniert es auf einmal nicht. Aber okay, let's go. Wir kaufen uns jetzt einmal ein Upgrade. Und dann gehen wir nochmal hin und kaufen uns nochmal ein Upgrade. Und dann schaffen wir, glaube ich, hoffentlich schon die 4000 Klötze. Let's go. Und hier geht's noch zur Verkaufsbrehe. Was ist die Verkaufsbrehe? Kesselmenü öffnen. Ja, let's go. Ah, in der Hexenbrauerei kann ich mir ein seltsames Gebräu kaufen, das es nur zu Halloween gibt. 2500 Münzen. Oder ich kann es mir auch noch für 20 Robux kaufen. Aber 2500 Münzen ist jetzt, glaube ich, nicht so viel. Ich war gerade schon bei 1000. Das heißt, das kann ich mir schon halbwegs leisten, denke ich. Let's go. Spring. Spring. Okay, ich habe es nicht mal bis zur ich habe es nicht mal bis zum ersten Klotz geschafft. Das ist gerade sehr traurig. Ich habe mir gerade 2 Upgrades gekauft und es nicht mal bis zum ersten Klotz. Und mit weiteren 2 schaffe ich es wenigstens zum Ende vom 300er Klotz. Warum funktioniert das nicht gescheit hier? Komm, Spiel, bitte. Bitte mach einmal gescheit. Ich will auch einmal zu den 4000er Klötzen kommen und nicht zu den 300ern. Ja, let's go. Und das ist auch nicht gut. Let's go. 1400. Woo!
Glaube, ich muss es nochmal upgraden, dass es so richtig funktioniert. Ja, ich muss jetzt meinen Geschwindigkeitsmultiplikator Nummer 6 kaufen. Ich habe jetzt schon 6 von denen gekauft und komme trotzdem noch nicht über 2000 Glötze. Geschweige denn, ich komm zu 400 Glötzen. Oh, let's go. Sehr schön. Jetzt aber. Oh, oh mein Gott. Das ist jetzt mal ein guter Sprung. Okay, okay. 5600. 6000. Oh, 6900 Glötze. Knapp vor den 7000. Das hat mir ein paar Münzen gegeben. Ich bin jetzt direkt wieder bei 700 Münzen. Wisst ihr, was das heißt, Leute? Ich kann mir den nächsten Multiplier holen. Let's go. Ich habe meinen nächsten Speed-Multiplier. Bin jetzt bei 7 von denen und schaff's jetzt schon bis zu 300 Glötzen. Woo. Oh, das ist wieder ein guter Versuch. Oh, wir kommen runter bei 5300, glaube ich, war es, und kommen zu 6700. Bisschen mehr wäre noch drin. Außerdem, was ich mich die ganze Zeit frage, was ist dieses Nuke-Icon? Nuke plus 950 Coins für 45 Robux. Okay, was macht das? Robux Felix hat dein Nuke launched. Läufe für dein Leben. Ich muss laufen. Muss laufen. Let's go. Lauf, lauf, lauf. Ich weiß nicht, was das macht. Oh, sterben die alle? Der Nuke ist eingeschlagen. Wir sind alle gestorben. Und ich habe ein paar Münzen bekommen. Das war's? Das haben mir jetzt einfach 950 Münzen gegeben und jetzt ist alles weiß hier. Und hier steht irgendwas von Premium-Vorteile. Vorteile. Schnellere Laufgeschwindigkeit. Premium-Partikel. Robux each month. Ja, das stimmt tatsächlich. Ich bekomme Robux jeden Monat, weil ich dafür zahle. Jetzt bin ich beim neuen Multiplikator. Noch ein Multiplikator und ich kann rewerfen. Und oh mein Gott. Nein, nein, Malte. Bitte kein Nuke. Bitte bring mich nicht um. Ich bin gerade so weit. Oh Gott, ich schaff's bis zu 10.000. Ich hab's bis zu 10.500 geschafft. Ich hab gerade... Ja, okay, ein paar Münzen bekommen und Malte hat mich getötet. Ich musste das machen. Nein, musstest du nicht. Dass sie mich einfach leben lassen können. Oh, das ist wieder stark. Ich komme runter bei 6.600. Okay, das könnte 8.000 werden. Ja, 8.100. Ich will mir jetzt gleich mal dieses Halloween-Getränk hier kaufen. Das sollte ganz cool sein, glaube ich. Okay, das ist der beste Sprung jemals. 15.000? Ich bin einfach wieder zurückgetippt worden. Hat es jetzt gezählt? Okay, ja, ich glaube, das hat gezählt, weil ich habe 2.500 Coins. Und ich habe genug Geld für das seltsame Gebräu. Let's go. Ich habe es hier, das Hexengebräu. Kann ich das jetzt trinken? Ich habe es getrunken und bin ich jetzt schneller oder was passiert jetzt? So, laufen mal. Wirklich weit komme ich hiermit, glaube ich, nicht. 8.400, das ist okay, würde ich sagen. Sehr weit, das ist... Nicht unbedingt. Beim nächsten Try nur auf 300. War das jetzt so ein einmaliges Ding, das ich trinken konnte? Ich habe keine Ahnung, was mir das gebracht hat. Oder hat das einfach gar nichts gemacht? Okay, so hoch war ich noch nie. Was zur Hölle? Okay, ich sehe es gerade. Die Line geht hier auch noch sehr, sehr viel weiter. Aber wir kommen erstmal bei 15.000 runter. Wir bouncen nochmal ab. Wir kommen zu über 20.000. 20.000. Und wir sind einfach wieder deleted worden. 22.000 und auf einmal in der Luft sterbe ich. Okay, ich glaube, ich muss nochmal den Geschwindigkeitsmultiplikator aktivieren. So, und jetzt muss ich mir mal eine Rebirth holen. Hier für 10 SM. Du verlorst alle meine Coins und SM. Das ist mir ziemlich egal. So, jetzt habe ich einen Rebirth und jetzt sollte ich trotzdem doppelte Coins bekommen, glaube ich, durch diesen einen Rebirth. Und ich bin auf 100 Glötze geladen. Woo! 40 Münzen. Ja, Mann. Geh hinter das Shophaus. Hey, was ist da? Das ist das Shophaus. Und dahinter ist... Oh, das ist ein Loch. Oh, das sind Backrooms. Ich bin hier sehr langsam in den Backrooms. Was gibt's hier? Wir müssen doch hier irgendwas erforschen. Oh mein Gott, bin ich langsam. Oh, da ist eine Tür. Kann ich da durch? Ich bin wieder am Anfang. Es hat mir nichts gebracht. Warum existieren diese Backrooms? Die haben mir real talk gar nichts gebracht. Was? Wie? 5.500 kostet der nächste? Das macht keinen Sinn. Der hat 1.000 gekostet. Warum auf einmal 5.500? Oh, da, okay, okay. Ich bin gerade seit 20 Minuten in der Luft und ich bewege mich nicht mal nach unten. Das erste Mal auftreffen bei 18.000. Komm, let's go. 30.000, 30.000. Ich werde einfach in der Luft immer gelöscht. Aber ich habe 6.500 Coins. Das heißt, ich kann mir den nächsten Multiplikator holen. Woo! Und der danach kostet mich jetzt wahrscheinlich 20.000 oder so. 6.000. Okay, die Preise machen gar keinen Sinn. Wo du aufkommst, nur das zählt? Ach so, das weitere Bouncen zählt gar nicht mehr? Dann war ich noch nie weiter als bei 15.000 und sag so... Oh, ich bin fast bei 30.000. Bin ich ja voll schlecht. Und wenn ihr jetzt noch sehen wollt, wie Luis einen Backflip macht, schaut euch dieses Video an.